Sprechen wir über Enttäuschungen. Da gibt es ja doch einige. Wir sind jetzt hier auf dem Alpine-Event, dann nennen wir die Alpines vielleicht nicht. Wobei Fernando Alonso war eigentlich ganz in Ordnung. Esteban Ocon hat ein bisschen stärker gehadert. Aber die ganz große Enttäuschung ist ganz klar Mercedes. Die sind hierher gekommen mit ein paar kleinen Upgrades und haben gesagt, okay, die Streckencharakteristik, die passt uns so gut. Die äußeren Bedingungen, ja, wir wollen um den Sieg mitfahren. Naja, wenn man sich die Position von Lewis Hamilton anschaut, sagt man, ist okay, Position 4 für ihn. Aber Sainz, muss man ja sagen, ist ja nicht mitgefahren, also wäre er best of the rest auf Position 5, aber der Rückstand, der hatte es eben in sich. 0,9 Sekunden, 9 Zehntel Sekunden George Russell auf Position 6, schon mit 1,3 Sekunden Rückstand auf die Polezeit, und das ist natürlich irgendwo im Nirgendwo. Das Problem, das Mercedes hat, ist, man weiß nicht wieso. Man kann sich es einfach nicht erklären. Ist es die Tatsache, dass die Strecke vielleicht doch nicht ganz so topfeben ist, wie man dachte? Ja, Toto Wolff meinte, er glaubt eher nicht. Vielleicht ist es der Wind, aber man hat einfach keine wirkliche Lösung oder keine Idee. Und das ist natürlich ganz bitter, wenn man ja bei Mercedes dachte, man weiß endlich, in welche Richtung man gehen muss. Offenbar dann doch nicht. Ist das jetzt schon das Ende aller Siegchancen, Siegträume in dieser Saison? Naja, Toto Wolff meinte, mit dem ganzen Optimismus, mit dem wir hierher gegangen sind, und es hätte ja funktionieren sollen, den Optimismus oder den Pessimismus, wie wir auf andere Strecken gehen, zum Beispiel Budapest, können wir dann vielleicht den Optimismus ummünzen, vielleicht funktioniert es ja da. Mercedes war aber nicht die einzige Enttäuschung. Sebastian Vettel nur auf Position 14 gelandet, im Aston Martin unauffälliges Qualifying. Aston Martin einfach nicht schnell genug hier. Mick Schumacher nur Vorletzter geworden im Qualifying, der profitiert natürlich noch von Strafen. Unter anderem sein Teamkollege, der hätte ihn auch ziehen sollen, genauso wie das Sainz bei Leclerc gemacht hat, sowas beim Haas auch angedacht, obwohl ja Magnussen die Strafe hat durch den Motorwechsel, aber Mick Schumacher ist halt einfach gar nicht ins Q2 und ins Q3 gekommen. Denn eigentlich wäre er schon schnell genug gewesen, aber seine Rundenzeit wurde gestrichen. Er ist innen von der Strecke, ein bisschen komische Situation, aber wir wissen ja seit dieser Saison, sobald man über die Linie fährt, egal ob Vorteil oder nicht, egal an welcher Stelle, wird die Rundenzeit gestrichen. Fairerweise muss man aber sagen, er wäre trotzdem deutlich langsamer gewesen als Kevin Magnussen. Also das war schon eine kleine Enttäuschung.